Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir hier die zwei Flughäfen gebaut. Hier unten einmal in Siegburg und einmal oben in Fürstenau. Ich weiß nicht, ob man es unbedingt in dem Video gesehen hat. Ich weiß, dass es ein paar Fehler gab bei dem Video. Ich weiß nicht, wie viel gut YouTube das aufgenommen hat. Es ging leider nicht anders. Mein Schneideprogramm plus das Encoder-Programm haben leider da irgendwie vollgespackt. Ich konnte es mir zwar am PC teilweise anschauen, aber irgendwie, ja, war es komisch. Also nochmal für euch zur Info, wir haben zwei Flughäfen gebaut, hier in Siegburg und in Fürstenau. Und in dieser Folge bauen wir die Flugzeuge dazu. Beziehungsweise holen sie hier aus dem Depot. Oder wir gehen hier ein Flugzeug kaufen und ich werfe zwei Flugzeuge. Wir haben eine Douglas hier, schauen. Kapazität 15 Personen, das hört sich doch gut an. Für circa 6 Millionen hört sich das nach einer neuen guten Sache an. Neue Linie. Die Flugzeuge müssen natürlich von Flughafen zu Flughafen fliegen. Sehen wir hier die Flugbahn für die Flugzeuge. Und das ist Flug Sieg-Fürst. Weil viele Flugzeuge wird es ja nicht geben. Von daher kann man das relativ easy handeln. Und die Flugzeuge sind schon auf dem Weg. Die kleinen Burschen machen sich hier echt schon auf dem Weg. Ich kann es ja kaum glauben. Da sind sie auf dem Weg. Kann man da echt, kann man jetzt hier so auch auf die Kamera gehen? Holy shit, schaut euch das an. Das ist doch mal eine geile Aussicht auf das Spiel. Da ist der Schatten. Wo ist der Schatten? Da ist er. Ah, teilweise verschwindet der, schaut euch das an. Andere Flugzeug sieht man jetzt auch nicht auf die Schnelle. So, wo ist unser Flughafen? Ah, ist das schön. Sowas wollte man schon mal immer machen. Da ist der Flughafen. Wir müssen gleich von hinten rein, wenn ich mich nicht irre. Bedeutet, wir werden jetzt einen... Ja, wir verlieren an Höhe. Wir gehen runter. 200 km/h schnell. Ich sollte langsam hoffentlich die Kurve einsetzen. Wow. Da sehen wir das Gebiet. Oh, schaut euch das an. Da ist der andere Flieger. Er kommt direkt hinterher. Oh, ein paar Bugs. Buggy Bug. Und... Wir sind gelandet. Wow. Vielleicht sollte der andere Flieger kommen oder wartet der noch auf seine Landing Instructions? Ich glaube, das macht er. So, Passenger Terminal. Wir sind schon wieder am Abflug, wie scheint. Oh, neu. Oh, what? Was geht jetzt ab? Okay. Und das erste Flugzeug hat schon ab. Haben wir auf der anderen Seite jetzt rein, theoretisch kann man das hier irgendwie bitte wieder zumachen. Dankeschön. Wir haben die ersten Passagiere. Wie viele sind es denn? Einer. Die erste Person, die da hinfliegen will. Aber wir können jetzt auch, ihr seht, wir haben 18 Millionen insgesamt auf dem Konto. Das sind natürlich Zahlen, die hat man nicht unbedingt immer. Und das sollte man sich auch gönnen. Und vor allem, weil die ja hier auch nicht genug produzieren können, sollten wir den Zug hier profitabler machen, weil ich glaube, der ist immer noch nicht profitabel. Finanzmäßig, nein, absolute Katastrophe. Bedeutet, wir werden den Bahnhof hier hinten noch anschließen. Und einen Bahnhof hier nochmal hinstellen. Und dann fährt er halt mehr Runden und dann dafür dementsprechend besser. So, wo sind hier jetzt die passenden Chancen? Eine mittlere Landstraße kommt hier hinten dran. Ein bisschen zu groß. Immer noch. So. Passt. Dann kommt jetzt ein Bahnhof hin. Güterbahnhof. Ich mache mal einen simplen wieder. Der muss doch von der Länge passen. Ah ne, warte mal, das war Höhe verstellen. Das war aber Höhe verstellen. 240. Ne, der war 360, 320 sogar lang.
Wahnsinn, wie lange habe ich den gebaut? Ah ne, warte mal, das ist sogar ein Kopfbahnhof, lol. Ja, natürlich Hochgeschwindigkeits... Warum leckt das Spiel heute so? Es kommt gerade gar nicht drauf klar, was hier abgeht. Wie geil ist das denn? Das Spiel kommt überhaupt nicht mehr drauf klar. So. Dann schließen wir das jetzt hier mit der Schiene an. Map, map, was kommt jetzt? Schiffe. Straßenbahn. Und... Uiuiui, was kommt denn jetzt alles? Oh, wir können ihn vielleicht sogar updaten ein bisschen. Das wäre natürlich auch interessant. Ja, wir müssen schauen. Wir haben mehrere schlechte Fahrzeuge. Okay. Du musst halt für eine echt Hochgeschwindigkeitsstrecke volle Geschwindigkeit reduzieren. So. Ach, du willst jetzt sagen, dass das hier... Ach, leck mich doch. Das gibt's doch gar nicht. Genau das Stück ist jetzt hier noch... Müssen wir halt so fahren, ist ja auch wurscht. So, okay. Mal gucken, die Linie hier ist die Bottrop-Weizen, das Bottrop-Zentrum. Dann würde ich hier noch eine Haltestelle hinzufügen, und zwar hier oben. Und wenn ich jetzt nicht irre, genau, so geht es noch bei Bottrop-Transfer. Laden nur Weizen auf 100%. Wir geben beide auf 100% einfach. So. Jetzt müsste er rein theoretisch durchfahren, oder? Ja. Perfekt, gut. Dann schauen wir doch mal kurz durch, welche Fahrzeuge denn jetzt hier schon wieder schlecht drauf sind. Bottrop Brot, mittelmäßig. Das ist okay. Bottrop Weizen, mittelmäßig, mittelmäßig. Oh Gott, die müssen wir bald alle tauschen. Hier, Fischtransport ist schlecht. Das ist natürlich wieder ungut. Fürstenau natürlich sehr gut. Die sind gut. Gut. Ja, ja, wir kümmern uns drum. Die sind schlecht. Alle werden ersetzt. Ich hoffe, wir haben jetzt schon Highspeed-Elektrozüge. Schauen wir mal. Elektrisch. 75, 100, 90, 125, 80. Was ist das Höchste, was wir mit Dampf haben? 100, 120, 145, 80, 70, Diesel? Okay, dann ist die schnellste, die wir haben, ist die hier. Die geben wir ein schönes Grün. Oder ein schönes Rot. Oh, das hat bestimmt hinzufügen. Dann haben wir natürlich neue Passagierwagen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das alles ausgelegt? Ah, scheiße, warte mal. Nee. Die Standardwagen in dem Fall. Wir haben einen 200 Meter langen Zug, würde ich sagen. Ersetzen für 52 Millionen. Zack. Einfach getauscht. Wo sind denn die Züge jetzt? Der hält einer von ihnen. Die Dünger haben genügend Platz wahrscheinlich für alle. Der lädt jetzt auch einige auf. Die neuen Züge sind natürlich um einiges besser und schneller. So, da kriegen wir jetzt nochmal ein paar Elektrozüge. So, okay, zurück zu den... Die sind wieder sehr gut. Linie 3, oh, schlecht. Linie 3, was war denn Linie 3? Linie 3 war hier oben.
München mittelmäßig. Münchenbus 2 mittelmäßig. Tram sehr schlecht. Die ganzen Tramfahrzeuge sind schlecht. Okay, dann tun wir nochmal erstmal die Tram austauschen. Gegen was für eine Tram geht denn die jetzt? Ich würde sagen, die haut ab gegenüber einer Bezischter hier. Oh, das leckt jetzt. Das passiert natürlich hier auch. Auch wie gegen die Bezischter austauschen. Immer wieder austauschen gegen dasselbe. Und mein Handy fängt an mit mir zu reden. Auch gut. So. Einfach austauschen. So, jetzt ist die in sehr guten Zustand. Jetzt können wir mal nach München schauen. Es waren hier natürlich dementsprechend große S-Bahnen rum. Da ist zum Beispiel eine, da ist die andere. Wir können die Straßen hoffentlich zukünftig gegen welche mit Busspuren austauschen. Beziehungsweise die Busspuren komplett entfernen. Wenn der Transport dementsprechend ausschaut, ne? Mal sehen, wie die da drin jetzt parkt. Weil die ist ja doch ziemlich lang. Das geht sich gerade so aus. Einfach noch kein Plus, schade. Wie geht's mit unserem... What? 21 Leute wollen schon fliegen. What the fuck? Hier wollen auch voll viele Leute fliegen. Das ist ja voll der Wahnsinn. Die wollen echt alle fliegen. Das ist irgendwie unerwartet. Die wollen alle fliegen. Und natürlich dadurch, dass hier nichts anderes gibt, außer den Bustransport, müssen die alle mit den Bussen fahren. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Das war das, was ich nicht erwartet hätte, dass die echt unbedingt alle fliegen wollen. Jetzt ist das profitabel wie Sau. So, okay. Aber wir tun mal kurz alles pausieren. Und uns wirklich darüber kümmern, dass wir alles ersetzen, was wirklich schlecht ist hier. Oder auch nur mittelmäßig. Bottrop Brot. Ersetzen. Wir haben doch bestimmt schon wieder neue schöne Wagen. Das ist Brot. Bedeutet, wir brauchen einen Universaltransporter. Ersetzt. Bottrop Weizen. Bottrop Weizen, Bottrop Weizen, Bottrop Weizen, Bottrop, 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 Bottrop. Bottrop? Ah, Bottrop, hier. Bottrop Weizen ist die da. Warum ist die mittelmäßig? Die ist doch neu eigentlich. Naja, okay, lassen wir mal aus. Brot Refem, mittelmäßig, wird auch ersetzt, weil wir können uns das einfach leisten jetzt. Das sind Weizenfahrzeuge, oder? Ne, Brot. Okay. Brot für Siegenburg. Ersetzen. Fischtransport ist ein Zug. Flug ist noch gut im Zustand. Flughafen Fürstenau sind gut im Zustand. Flughafen Siegenburg sind gut im Zustand. Linie 1 ist sehr gut im Zustand. Die Linie ist schlecht. Aber wir haben alles elektrifiziert, ne? Gut, dann nehmen, ersetzen. Schauen wir, was wir elektrisch so für dich auftreiben können. Bin für die hier. Und dann ein Cargo-Anhänger. Haben wir hier schon schön. Für Nahrung ist es, glaube ich, ganz fein. Eine Kapazität von... Kein elektrischer Weg, was? Elektrisch, elektrisch. Oh, warte mal, hier ist das nicht elektrisch. Da müssen wir jetzt hier nochmal kurz durchgucken, was hier nicht elektrifiziert wurde. Aber eigentlich habe ich alles elektrifiziert. Da zum Beispiel nicht wieder. Ah, den Bahnhof haben wir vergessen letztes Mal. Okay. Konfigurieren.
Wo ist der Jackhammer, wenn man ihn braucht? Ja, jetzt muss ich nochmal hier natürlich in das dementsprechende Ding gehen, ersetzen. Elektrisch. Nehmen wir die schönen Wegchen, dann runter hier. Du bist ein Universal. Ersetzen. Steht hier der dementsprechende Zug? Die der fährt wiederum Fleisch von A nach B, bedeutet er sollte jetzt eigentlich auch dann losfahren. Warum der auch immer auf dem Gleis hält? Der sollte eigentlich auf dem anderen Gleis halten. Linie grün. Ref im Ost, bitte auf Gleis 2. Dankeschön. Gut, dann pausieren wir wieder. Linie 2 ist jetzt im sehr guten Zustand. Mittelmäßig die Fahrzeuge hier. Ersetzen. Neue Busse. Ich will die eigentlich komplett austauschen, aber fürs Erste sollten die bleiben. Ref im Kringel hier. Ersetzen. Es gibt instant neue Fahrzeuge. Der saure Tischel hier gibt's. Mittelmäßig Weizenlieferung. Uiuiui. Ersetzen. Ihr könnt, wer kann hier Weizen liefern? Du kannst Weizen liefern. Perfekt. Werkzeug München. Wo er der Werkzeug liefern kann. Alle Güter bist gleich der Schlau. Perfekt. So, nochmal durchgucken. Ich habe irgendeinen sicher übersehen. Der Brot für Weizen. Ja, okay, ja, Bottrop, das ist der hier. Schlecht, Fisch. Der ist ziemlich lang. Den ersetzen wir jetzt aber auch mal gegen was Elektrisches. Cargo. Und machen wir auch dementsprechend länger. 19 Millionen. Kein elektrischer. Oh. Immer diese Bahnhöfe, die nicht umgebaut wurden von mir. Eieieiei. Gibt's doch gar nicht. Bauen wir gleich mal länger. So, jetzt will ich immer noch den Zug einmal schnell konfigurieren. Ersetzen, elektrisch gegen die schöne Lok hier und dann Cargo. Hinzufügen wie Sau. 18 Millionen ersetzen. Ungefähr dieselbe Länge. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles mögt, diesen Daumen nach oben da, abonniert ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.